Klar, mit Killen ist bei Bowser immer schwierig. Wäre mal gespannt, wie das funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall Insider-Infos bekommen, dass das immer oder häufig zumindest in Robs Favor geht, Ja. wenn die gegeneinander spielen. Das heißt, das ist so ein bisschen Knowledge von vorher. Aber mal gucken, vielleicht. Aber häufig heißt ja nicht immer. Und vielleicht Genau. holt er jetzt hier Squall. Das Upset. Okay, cooler Smash. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber es Er hat hat es auf jeden Fall diesmal nicht gesehen. funktioniert. Ja, genau. Auf jeden Fall gesehen. Oh, die Downsmash. Wir sind auf jeden Fall sehr, wollen auf jeden Fall so früh wie möglich den Kill haben. Machen alles, was sie können. Oh, damn. Knapp. Oh, der Alter, schöner Downsmash. Tech Chase und Down Smash. Killt einfach noch nicht. Hätte ich nicht gedacht bei Dingsens. Aber das Schöner killt. Spike. Sehr Schöner schöner Spike. Edgeguard, ja. Damit hat Rob den ersten Kill. Bei 90% gegen Bowser ist ein bisschen scary, aber wenn du Charizard bist, dann magst du den Rage. Und Backthrow Back Air macht sehr viel. Oh. Alter, Rob, ey, er kommt hier. Ja, ich finde, man merkt teilweise, dass die beide sehr häufig gegeneinander spielen. Ja, absolut. Man hat total gesehen, so dass er wusste schon. Oh. Da wollte er den Read haben. Ne, wusste schon 3 Jahre im Voraus, dass er, was er da machen will. Was die Response von Squallen sein wird. Mal gucken, vielleicht. Ich meine, Bowser ist fucking explosiv. Ist jetzt nicht so, als wäre das unwinnable für ihn. Ja. Also würde ich. Noch würde ich nicht das Match für beendet erklären. Hier ist. Oh, damn, ist das stale. Ja, jetzt hat er es schon dreimal, glaube ich, benutzt. Oh ja, Ah, das, FTT. Aber ja. er hat es gerade eben F2-2-Frame. schon dreimal So, und benutzt. jetzt ein, zwei gute Command Grabs. Ein, zwei normale Grabs. Vielleicht näher an Back Air oder so. Und dann ist das schon wieder even. Down Air out of Shield, witzige Option. Ja, ist gar nicht mal so schlecht mit Ivysaur, actually. Nö, denke nicht. Aber ich habe es bisher noch nicht so häufig gesehen. Oh, der F-Tilt war menacing. Oh, der F-Smash. Das war ein Nice. bisschen misspaced, aber das killt noch nicht, weil Bowser ziemlich schwer ist. Der Jab, nice. Ah, okay. Interessante Dombi. Oh, ich dachte, da sehen wir eine Abi. Okay. Ja, dachte ich auch tatsächlich ganz kurz. Ja, also es ist auf jeden Fall. Rob kommt näher und näher an die Kill-Prozente, aber 100% ist jetzt auch noch nicht. Oh, sehr schön Oh, unfair. schön. Und jetzt Er ist hat gar nicht mal. gefährlich. Er hat vielleicht so 30% gerade eben genommen im letzten Stock. Alles noch machbar. Aber Charizard ist so brutal in diesen Last-Hit-Situations. Jetzt zum Beispiel an der Ledge. Alles Ja. killt eine Backe. Ein F-Tilt ist F-Tilt. so schlimm da, ja. Oh Was? nein! Was? Oh Was? no way. Der SD. Das war. Wie unlucky. Das war echt schade, Alter. Mann. Ja, stabiles Comeback auf jeden Fall. Let's go. Das war insaner Play von Squallen gerade, muss ich schon sagen. Insaner Play. Also, ich hab sowas noch nie gesehen. Aber passiert. Mir ist auch gegen Squall passiert tatsächlich. Digga. Der SD war 0, ja, aber es war nicht Last-Hit-Situation. Immerhin. Ja, egal, passiert. Ja, ist wirklich nicht. Also, ich meine, dafür spielen wir Best of 5. Ja. Das ist halt bei Best of Three so ein Pressure-Moment, wenn du dir so denkst, Alter, das hätte Ja. jetzt echt nicht sein müssen, ey. Ja, und dann darfst du kein Game mehr verlieren, musst du alles gewinnen. Ja. Aber ja, Rob muss hier jetzt noch 3 Games Ja. gewinnen. Squallen Squall oder. chillt ein bisschen, er macht ein bisschen Flame Breath. Ja. Oh, die Musik ist gerade sehr entspannt auf jeden Fall. Beste Bracket-Musik. Einfach, wenn man nicht so sich aufregen will, einfach ein bisschen ruhig, bisschen Animal Smash Bros. Crossing, Spielen. Kaffeemusik. Konzentrieren, genau. Will ja nicht Fokus verlieren. Von zu viel Hype. Alter, von allen Chars, pa es passt halt so null zu Bowser, ne? Ja. Verdammt. Ja, auch Bowser braucht bei einer Auszeit so. Wir brauchen Heavy Metal, Mann. True, das wäre schon cooler, aber. Oh lol, das war eine interessante Option. Down Air, Oh, die dann Packer da. Instant Die hätte ich gesehen. Abi. Oh! Das ist schon gefährlich hier. Ich fand, was sehr krank in dem letzten Match war, ist halt, dass Rob diese Early Stocks geholt hat. Zum Beispiel diese eine Down Air mit Charizard, das ist halt Ja. so wichtig mit Ja, und gegen Bowser. wenn du viel gegen Bowser und auch viel gegen den Spieler spielst, dann weißt du halt genau, wo du diese Kills kriegen kannst. Ja. Hier sehen wir auch den Attempt mit der Windbox, aber es hat nicht funktioniert. Oh, Oh! no way. Oh! Er hat ihn gesaved! Ich glaube. Oh, oder? Naja, er wollte Nee, das nee, nee. Stage spiken, aber ich glaube, er hätte so oder so recovern können. Aber Das trotzdem hat kommt er hier mir noch den irgendwie Ledge-Trap. bekannt vor, das ganze Szenario hier gerade. Ich weiß nicht, wie Naja. es euch geht. Ja, also Das geht noch wenn nicht. an Robs Stelle würde ich jetzt auf jeden Fall hoffen, dass ich das auch solide runterspiele und nicht. Ja. Ja. Das. Da war halt einfach keine Invincibility mehr. Oh, Killt das? das kriegt er noch Ja. hin und die Down-Air killt. Nice one. Sehr schöner Kill.
So, jetzt muss, wie gesagt, jetzt muss Rob das nur noch durchziehen. Und dann kein Stress, ruhige Musik. Wollte er gerade Chain Grab machen? Ich weiß nicht, was du da gerade sein kann. Sah aus, als hätte er Backthrow into Grab machen wollen. Ja, Squirtle kombot einfach so viel, das ist krank. Ja, das stimmt. Die meisten Extensions. Ist das der Tod? Oh, die Abi. Schön. Oh, ja, das ist nicht der Tod. Ja. Wer da jetzt gestorben schon wieder? Alter, der Down Smash. Knappe Kiste, Alter. Jetzt noch die Down Air. Nee, ich hätte jetzt eine Backer gemacht. Egal. Oh. Oh. Was wollte der da mit der Side wie machen? Damn. Kein Down Smash. Oh, okay. Wake up Down Smash. Doch, Down Smash. Aber von der anderen Seite. Oh. Break nicht das Shield, okay. Das ist jetzt ein bisschen scrambly hier. Nice. Die Upper connected. Alles noch machbar. Der Rage ist hier richtig gruselig. Oh, jetzt eine Down Air. Ja. Das ist scary. Sehen wir hier einen Squirtle. Ah, jetzt darf er sich nicht Anti-N lassen. Ja. Ah, er hat Angst. Er hat gerade die V der gemisst. Oh, oh, 12%. Ist das der Beginn eines Comebacks. Oh. Oh. Das ist wirklich scary jetzt. Kriegt auch jetzt keinen Kill hier raus. Jetzt killt alles von Charizard. Jetzt? Der Up-Throw. Der Up-Throw ist es. Okay. Oder der Forward-Throw, jawohl. Das killt. Ich dachte schon, oh mein Gott, wir sehen keinen Up-Smash, aber... Du musst ja kein Up-Smash connecten, kannst ja einfach grabben. Ja. Das ist Charizard wirklich schlimm. Ist Charizard wirklich so ist, schlimm, ey. Charizard ist ein Kriegsverbrechen. Irgendwie. Also in Last-Hit-Situations ist das wirklich extrem, was der Char wirklich macht. Also Back-Air ist unfassbar strong. Back-Air, F-Tilt, Grabs. Alles. Der Up-Smash. Er hat die drei Kill-Throws, Leute. Das ist nicht cool. Das ist... Und vor allem haben die anderen beiden Pokémon auch Kill-Throws aus irgendeinem gottverdammten Grund. Ja, das ist also... Ich alle weiß von denen nicht, haben Killfrost. Oh, was, okay. Was der Reason davon ist. Er ist einfach deleted worden, instant. Okay, aber schönes 1-1. Nice. Sehen wir jetzt, wie das Mage will. Irgendwie. Es muss dann mal noch umgeschaltet werden, damit wir sehen. Okay, let's go. So, PS2. Schon wieder Squirtle. Alter, er macht hier die. Alter, 70%. Krass, normale 70%. Das ist. Schon echt heftig, ja. Das ist das Matchup, sage ich mal so. Oh, die Side B wird instant gepunished. Aber Bowser muss halt nur zwei Moves machen und es ist schon wieder 44, Alter. Ja, muss einfach nur Flame Breath machen und schon 60%. Der Move ist auch nicht okay. Ja. Aber, oh, das ist schöner Lower Edge Guard. Sehen wir hier Spike. Ah, das killt. Das muss auch schon. Das killt jetzt, das tatsächlich. Killt. Okay, das killt. Safety nicht versehentlich. Wir sehen wieder, Rob baut sich ein Lead auf. Und... Oh, das killt noch nicht. Aber du musst mit Squirtle aufpassen. Er ist ultra leicht. Ich glaube, er ist der drittleichteste oder der zweitleichteste. Oh, war das knapp. Der zweitleichteste. Aber du kriegst halt eben auch die nice Combo Strings. Du hast das gute Neutral, das Whiff Punishing, Edge Guarding. Aber ja, jetzt an der Stelle ist es wahrscheinlich schon besser zu switchen. Und das hat auch den Unterschied gemacht, glaube ich. Squirtle wäre da safe gestorben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss er aufpassen. Vor der Downer oder vor der Nair. Oh, und hier. Ja, das. Oh, was? Das Downer trifft nicht. Oh, die Abwehr habe ich gesehen. Oder das ist eine Forward Air. Geht auch. Aber das ist jetzt der Kill. Clean. Sehr clean. Ja, also. Wir haben im ersten Game gesehen, das ist absolut nichts, was Squirtle nicht zurückmachen kann. Aber man sieht schon einfach, wie oft die beiden gespielt haben. Also. Ja. Einfach wie Rob auf seine Options klarkommt, ist schon krank. Oh, nein, ich glaube... Doppelmiss. Oh, was? Oh, der Trade. Das kriegt... Das Alter, das war smart, auf jeden Fall. Ja, gut capitalized in dem Moment auf jeden Fall von Squirtle. Ah, oh, ja, einfach, Side B, einfach. Easy. Alle grabben, alle swingen. Oh. Alter, ich... ich weiß nicht, ob das sehr, gefehlt hätte, aber... Sehr nice, oh, dass sehr das schöne Extension. Super Armored hat. Alter, ich glaube, hätte Rob gerade in die andere Richtung geängelt. Was ist das? Wir sehen jetzt Side-Bees, Up-Smashes, F-Smashes. Die beiden sind hart am Scramblen, das ist absolut nicht normal. Oh, das oh, war's. Der da war ja nicht ready. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen eklig, weil normalerweise manchmal fliegst du in die andere Richtung, manchmal fliegst du früher, manchmal später. Das ist einfach ein bisschen komisch da. Da musst du halt echt reagieren können. Ja, ja, genau. Also, auf jeden Fall doch noch knapper, als man gedacht hätte, aber Rob kann es closen. Und jetzt sehen wir das potenziell letzte Game, aber... Ja, ich würde es auf jeden Fall noch nicht für zu Ende erklären. Bowser ist einfach explosiv. Gucken wir mal. Ja. Orb ist auch ein schöner Tag. Small Battlefield. Ganz nice für Bowser eigentlich.
Ja, denke schon auf jeden Fall. Oh, die Jumps einfach um. Ja, er will so Empty Hop machen, er möchte so Bait and Punish, aber er kommt nicht so ganz hin. Ja, Bait and Punish mit Bowser ist einfach nicht einfach. Ja, aber nötig leider. Naja, klar. Was willst du sonst machen? Kannst du nicht einfach. Oh, das gibt. Oh, Big nein! Punish. Kein Punish? Das haben wir. Oh, und nein. Der ist die. No. Oh, das ist ein bisschen schade. Das sind gerade. Halt am Ende einfach so diese mentale Stamina, I guess. Naja, wahrscheinlich schon. Die Spieler sind jetzt auch schon recht lange. Irgendwann verliert man halt die Concentration. Ja, vor allem. Aber nicht Rob. Rob nicht. Ja, Rob ist voll konzentriert, glaube ich. Wirklich. Alter, das ist ja gerade. Was da hier abzieht, der Junge. Schöner Alter. Teller-Cancel. Sehr schöner. Ja, er hat einfach komplette Kontrolle gerade. Ja, ist krank. 41% hat er erst genommen. Oh. Ich dachte, das geht durch. Damn. Ja, und wir sehen wieder den SD. Ja, kranker Play von Squall. Zu sehr schmufen wollte da. Ich weiß nicht, was da los war. Das war der Play aller Zeiten. Das ist true. Naja, ich fand. Einerseits, ne, ist halt scary jetzt, aber ich weiß nicht, Rob scheint so in Kontrolle gewesen zu sein. Aber wenn Squall jetzt ein bisschen seine Nerven beruhigen kann, dann wird das, denke ich, wieder. wird das wieder ein bisschen gruseliger für Rob. Aber mal gucken. 192. Oh, der Grab. Nice Forward, er, Alter. Alter, wow. Oh, die Down. Scary, die aber Doppel-Down-B, die Abwehr. Digga. Die Abwehr das war. Ich weiß nicht. Das war schon löwenmäßig, muss ich sagen. Das war eine wahre Löwenaktion. Wahre Löwenaktion. Und jetzt sehen wir hier wieder die 70%-Kombo. Oh, die Doppel-Abwehr ist schon satisfying. Squirtle kriegt diese Kombos und Rob kann die auch echt einfach im Schlaf schon. Naja. Das sind auch, glaube ich, Kombos, die speziell auf Bowser nur funktionieren. Zumindest ja, manche davon. Also auf Heavyweights halt. Ja, ja. Ja, also nicht. Ja, hast recht. Oh, ah, die Vorhand, oh, das habe ich gesehen. Das war. Ja, das wäre halt auch der Tod. Aber. Wäre fast. Hätte fast funktioniert, aber. Richtige Idee. So ein bisschen falsche Execution und. Oh, da. Abwehr trifft nicht Abwehr. So ganz. Oh, Abwehr. Die Abwehr. Das war. Heftige Abi. Und die Abwehr killt. Komplett rausgesendet. Keine Chance da zu überleben.